Okay, genug geredet. Okay, dieser Hu Raum ist einfach useless. Ja, die Feder hat, ich wollte nur mal fragen, wie lange bist du noch da? Also, ich will nur, möchte nur wissen, weil. Ja. Gut ist, du bist einer der Zuschauer, der wenigstens Bescheid sagt, wenn du offline geht, weil sonst lenke ich immer, weil ich rede mit jemandem. Und dann rede ich mit niemandem. So. Wo kommen wir da hinten rein? Ach ja. Ich wäre gern bei dir, ich würde dich heute gern noch sehen. Wir könnten indisch essen und danach ins Kino gehen. Doch leider wird dafür wohl mein Zeitkontingent nicht reichen. Denn ich muss noch Lichtkanten zeichnen. Wir könnten in den Zoo, wir könnten an die Ostsee schwimmen. Wir könnten eine Menge tun, das mag ja alles stimmen. Doch ich bin noch am Zeichnen, werd dich dann wohl doch versetzen. Denn ich muss noch Schattenlayer setzen. Schattenlayer setzen. Oh Gott. Lichtkanten zeichnen. Schön, dass ihr das mit der Hintergrundmusik mixt. Aber der kann singen, der Typ. Der vierte Ass ist okay. Ich wollte nur fragen noch kurz. Schaust du. Spielst du LOL? Wollte ich fragen. Oder kennst du LOL? Oder spielst du es? Oder keine Ahnung. Mal so. Ja, die Idee zu Hoti und Moti, zu den siamesischen Zwillingen, die sich eigentlich nur den einen Pullover teilen, ist ungewöhnlich gesellschaftskritisch und deswegen ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass die Idee zu den beiden gar nicht von mir stammt, sondern von meinem guten Freund und damaligen Helfer in allen dramaturgischen Fragen, Erkan Yilmaz, der sehr viel Spaß dran hat. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Deswegen geht die gesamte Gesellschaftskritik um die beiden verschiedenfarbigen siamesischen Zwillinge hier den Bach runter. Peinlich. Aber wahr. Die Idee von die ich dazu beigesteuert habe, ist Broti, der siamesische Drilling, der aber gar nicht da ist, der Kunstgeschichte in Paris studiert. Okay. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder, Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Ja. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit. Wenn du sie findest. Leute, das will ich nicht so sehr. Ist auch okay, ich wollte nur wissen. Na, weil ich wollte vielleicht gleich nochmal eine Runde LOL spielen oder zumindest was nachgucken. Dann auf Tomb Raider übergehen. So, kann ich das ja ausschneiden. Haltet mal still. Ich habe eine Idee.
Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Okay, tschüss. Warte kurz, kann ich den Hoti? Was ist los? Jeder von euch kann jetzt endlich da. Oh, diese. Und. Was ist los? Jeder. Und diese. Ah, okay. Kann ich noch irgendwas anderes mit dem machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Cocktailglas. Okay, ich geh weg. Gehe zur Saal. Und gehe zum Flur. So, irgendwie muss ich auf die andere Seite der Gitter kommen. Dieses Glas erinnert mich an die schlimmsten zumindest soweit ich mich erinnern kann. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Wäschesystem und gucken mal, ob wir da irgendwie weiterkommen. Und los geht's! Ladezeit. Hier mit ihm mal reden. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Okay. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Ach du Scheiße. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Aha. Das hätten. Ja, wie komme ich da runter? Da kommt der nächste aus. Okay. Ein neues Zuhause. Feuerwehr Lifty. Lift Girl, so meine ich. Okay. Sind wir wieder hier? Und ich brauche immer noch den verstärkten, verbesserten
Dings hier. Wie kann man den denn verbessern? Oder wie kriegt man... Hell? Red nochmal mit Alu, Mann. Ich red nochmal. Wenn nicht, dann mach ich eine Pause. Hallo, Edna. Was für dich diesen? So. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widersteht Kleid zum einen, weil er mal zum anderen habe ich einen Alu-Umhang. Ich habe noch eine Frage. Schieß los. So. Ich habe mich entschieden. Sehr, dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel. Sprechen wir über was anderes. Pass auf. Was für ein besserer Kleiderbügel? Wenn ich den Ihnen gebe, dann wird er da. Los geht's. Ich möchte. Aber Kind, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Ach, das ist doch doof. Sag das dem Kontrolleur. Es ist sein System. Bügel Nummer 1. Ja, und den hat... Wer hat den Bügel Nummer 1? Guten Tag. Steve. Wer hat denn... Es ist einer der Mantel. Er hat eine Dauerkarte. Und das heißt, er wohnt im Wind. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Den haben wir schon. Damit regelmäßig seine Peruken. Damit sind die peruanischen Bernsteinminen. Die dritte Karte hat der Aluma. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr... Er benutzt die Karte nicht vorschrifts. Ja, und wer hat... Du sagtest, es sind vier... Wieso? Das waren doch schon... Okay. Ich gehe dann mal wieder. Dann mach... Also müssen wir Karte Nummer 1 bekommen. Das war die vom Ihn. Hallo da drüben. Oh. Scheiße. Kommt nicht. Okay, ich muss mal mit denen reden. Und los geht's. Mal gucken, ob wir tauschen können. Irgendwie. Knifflig. Den Kleiderbügel zu. Da kommt der nächste Ausgang. Mann! Habe ich doch Kleiderbügel Nummer 1 bekommen? Kann ich hier... Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Kann ich da drauf? Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Okay. Wie kann ich den denn hier in der Chipstüte? Hast du Hunger? Nein, danke. Für das genügsame Kleidungsstück... Was für Ressourcen sollen das denn bitte sein? Krustentiere. Da kommt der nächste Ausgang. Okay. Hallo? So. Irgendwann mal hole ich mir eine scheiß neue Webcam. Eine Cam. Dann. Egal, muss ich gleich mal. Gucken. Fällt mir gerade so ein, weil ich habe mal den Bluescreen ausprobiert. Chroma Key ausprobiert. Und das sah witzig aus mit einem grünen T-Shirt. Wie kann ich denn den ersten Kleiderbügel bekommen? Oder kann ich hier irgendwie. Hä? Brauchen den Nummer 1. Ich check's nicht. Zu den Schlüsseln. Ich glaube, ich kann die Schlüssel, die Schlösser aufschmelzen. Nein, hier will ich nicht hin. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, die Dinge aufzumachen. Wir müssen vom Typi hier mal. So, kann ich hiervon irgendwas benutzen? Also mitnehmen. Hier mixt der. Oder kann ich noch eins haben? Hier. Es war schrecklich. Was hast du mit dem Inhalt gemacht? Hast du ihn etwa getrunken? Natürlich. Ui, kein Problem. Nur nicht in Panik geraten. Weißt du, wie man die Seuchenschutzeinheit der Feuerwehr erreicht? Nein, keine Ahnung. Ja, sagen wir, den ersten Schritt hast du bereits getan. Muss der Mantel schmutzig machen, sagt der vierte Arztgrad. Okay, keine Ahnung. Womit kann ich ihn denn schmutzig machen? Vielleicht muss ich... Lieber nicht. Kann ich noch ein Getränk haben? Aber
Hier. Nicht noch einen. Lieber geht. Okay, kann ich Grog haben? Aber Grog hat. Ach ja, gibt's ja nicht mehr. Nichts. Ja, wie kann man aber den Barmann, den Mantelmann schmutzig machen? Das ist. Bruder, ich hab das Spiel schon mal gespielt, aber wie? Das ist so lange her. Ich habe ja nichts, mit dem man den dreckig machen könnte. Ich meine, ich könnte einen verdummten Kugelschreiber anzumalen. Höchstens Autotüren auf. Okay. Was, wenn ich Ihnen das wiedergebe? Ich kann dich einfach nicht leiden. Willst du dein Telefon? Dafür ist es zu spät. Mein Leben ist... Oh. Okay, okay. Müsste ich schon Ingenieur der Medientechnik sein, um das zu reparieren. Ingenieur. Ingenieur. Dem Ingenieur ist nicht zu schwör. So, ich weiß, man kann Ketchup und Senf haben, aber ich weiß nicht wie. Oder wo, oder? Wie kommt man in die scheiß Cafeteria? Aber dafür muss ich ja irgendwie in den Keller. Und wie komme ich in den Keller? Da muss ich ja irgendwie... Ja, ich guck mir das nochmal an. Kann ich ihn ankritzeln? Seine Farblosigkeit lädt dazu ein. Leider hängt er zu weit weg. Da kommt der nächste Ausgang. Okay. Ich überlege gerade. Aber was war hier? Hier? Ja, genau. Hier war der Raum. Okay, und hier war der unnötige Raum. Und da hinten waren die beiden Zwillinge. Und los. So, kann ich ihn... Und dazu noch diese... Da kommt der nächste... Verdammt. Wie soll man denn hier bitte schön runterkommen? Da würde ich mir ja alle Knochen... Verdammt. Ich weiß, man muss da irgendwie sorgen, dass da irgendwas hinkommt, aber... Keine Ahnung. Wahrscheinlich ihn dreckig machen, damit der... Da kommt der nächste aus... Keine Ahnung. Na, guck. Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Ja, vor allem, wie kommt man denn in die Kantine? Weil hier finde ich irgendwie keinen Weg zur Kantine. Scheiße, ist eh was mega einfaches und ich komme gerade nicht drauf. Ich meine, hier komme ich ja auch nicht weiter. Also hier ist ja nur, ne? Der Telefono. Telefono. Kann ich irgendwas hier von dem Dips nochmal nehmen? Ach ne, boah, ich gehe mal in den falschen Raum. Jetzt muss ich da hin. Noch einen Kaffee kann ich ja nicht kaufen. Petra und Peter, so. Kann ich mir was von dem Fingerfood nehmen? Das
sind noch genug Becher. Warum können wir die eigentlich nicht aufheben? Psst. Okay. Das stelle ich nicht wieder zurück. Das widerspricht meiner Ganoven-Ehre. Okay. Okay. Warum ist der Becher auch wieder an? Komisch. Komisch, komisch. Okay, jetzt kann ich also nichts mehr machen. So. Vielleicht kann ich mir die Wackelstifte holen, aber ja. Vor allem, es ist so doof, dass ich nichts von diesem ätzenden Zeug mitnehmen kann. So, Deckelschacht mit Schlitz, Aschenbecher. Kann ich das da raustrinken? Davon trinke ich lieber nicht. Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen und... Feige! Edna? Putz! Putz, putz, schnuddi, schnutz! Ich dachte schon. Okay. So geht's auch. Verdammt, kann ich mir jetzt einen scheiß Blecher nehmen? Ich habe... Will ich denn den Löffel? Hey, das ist der einzige Löffel. Mann, wir haben auch keinen Löffel. Können wir das Glas voll machen? Willst du diesen siffigen Wasserbecher? Der ist zwar siffig, es ist aber trotzdem keiner von meinen. Du kannst ihn behalten. Okay. Brauchst du zufällig eine Zickzackschere? Nicht mehr in diesem Leben. Ich habe schon Millionen Zitronen auf Vorrat aufgeschnitten. Werden die denn gar nicht schlecht? Blau, ja. Schlecht? Nein. Wenn man sie regelmäßig rasiert, dann kann man sie noch über Jahre benutzen. Wie geht? Oh nö. Oh nö, Mann. Ich rasiere meine Zitronen auch immer. Oh Gott. Boah, Junge. Hier, Chips. Weißt du, was in deiner Bar fehlt? Knabberkram. Irrtum. Ich hab alles da. Hier sind Kellerasse, habe ich Schweinefüße und... lecker. Oh, hier, besonders lecker. Ausgefallene Milchzähne. Willst du was? Okay, nein, nein, okay. Kann ich denn jetzt was für... Warum kann ich denn nicht nochmal einfach... Nicht noch einen, lieber geht. Ein Kaffee, ein Glas Wasser. Weil alles hat er nicht auf der Karte. Was hat er denn auf der Karte? Nichts. Warte mal, vielleicht muss ich einfach jemanden finden, der die Schrift lesen kann. Das wäre auch mal interessant. Vielleicht kann der Bienenmann die Karte lesen. Hast du Durst? Sogar groß. Schreib mal mit dem Stift was Neues auf die Karte. Ich Drinks vom Barmann nicht trinken. Ach, sie bestehen ja zu über 50% aus. Ach ja, genau. Das fällt. Danke. Edna Surprise. Kommt das hier zum. Edna Surprise. Okay. Mein Gott, danke, vierter Arzt. Ey, sonst hätte ich jetzt fünf. Sonst hätte ich einfach aufgehört zu spielen. Barmann, ein Drink. Aber natürlich. Einen Edna Surprise, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Warte, können wir nicht Unterschriften ver... Oh, das können wir ja noch nicht. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklau... Bruce Lee kann... Ja, aber ich habe doch schon die Fähigkeit, Handschriften zu fälschen. Oder habe ich mich verdurchmiedert? Wahrscheinlich noch nicht. Vergespoilert. Komm
Komplettlösung. Okay. Barmann. Aber. Einmal die Kopf. Steht nicht. Und wieder so. Witz, das ist nicht. Das hast du selbst. Was soll ich schreiben? Biggidi Buggidi. Okay, aber der. Oh Mann, der Bruce Lee kann. Willst du was bestellen, Harvey? Champagner für alle. Wenn wir hier draußen sind. Yippie! Ich sollte Harvey auch einige der immer mit mir was Sachen. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Benutzen. Ich frage mich, wo er hinguckt. Davon ausgehend, dass sich der Raum um Masse krümmt, könnte es dann, dass er auf einen Punkt hinter dem Pferdekopfnebel guckt. Und dem Blick nachzuurteilen, hat jemand das besagte Pferd grün angemalt. Okay. Was soll ich schreiben? Ich schreibe mal anders drauf. Oh Mann, der Barbrook kann. Was soll ich. Und Wasser. Wasser? Barmann? Einen Kaffee. Steht nicht. Und wieder. Was? Witz. Das ja, ich glaube, das sagt aber jeder Scheiße. Barmann, du musst doch die. Also. Natürlich. Irgendwie dann hinkriegen, die. Einen. Steht. Und wieder auf der. Was? Witz. Das ist. Das hast du. Barmann? Barmann. Ja. Pff. Nichts. Wie soll ich das denn dann hinkriegen, wenn... Willst du was bestellen? Wenn wir... Okay. Soll ich dir ein Tattoo... Oh ja, kannst du mir einen chinesischen Drachen auf... Leider nein, dein Rücken ist ein... Hä? Soll ich das hinkriegen? Überlegen. Verdammt. Oh Mann, der Bruce kann. Okay, hier, ich rede mit der Barke. Mr. Cocktailkarte, Energie. Edna, du hast mindestens 12 Items im Inventar, die mehr nach einem Charakter aus Star Trek klingen. Wen denn wohl? Lieutenant Commander Poloschläger? Kadett Stuhlbein? Können Sie den Befehl bitte wiederholen, Sir? Energie, Mr. Cocktailkarte. Bringen Sie uns hier raus. Aye, Sir. Oh Mann. Okay, Mann! Ich komme jetzt nicht auf die Scheiße! Kriege ich das denn hin? Was soll ich schreiben? Soll ich dir ein Tattoo? Au, oh, kannst du leider dein Rücken. Ich glaube, ich denke viel zu kompliziert. Der war wirklich doof. Das könnte dieser Stinkdrink sein, der hier auf der Karte steht. Ja, dann nimm ihn doch. Mein Gott, ey. Kann ich da was drauf machen? Das ist bereits beschriftet. Okay. Kannst du für mich was Zusätzliches auf die Cocktailkarte schreiben? So läuft das hier nicht, Kleines. Entweder du bestellst, was auf der Karte steht... Oder du suchst dir eine andere Bar. Barmann?
ein Glas Wasser. Steh! Und wieder. Was? Witz, das ist nicht. Das hast du selbst. Hä, Mann! Wie soll ich denn das hinkriegen, dass. Hä? Eine scheiß Stimme Shift ändern können. Irgendwie. Mein Gott. Kann ich mit denen reden? Ich störe es, die Worte. Puh. Darauf erstmal abknuspern. Willst du was bestellen? Champagner, wenn wir hier. Yippie. In diesem Bild bestellt sich Captain Unbrauchbar einen Martini. Weder geschüttelt noch gerührt. Gut. Okay, gut. Was soll ich schreiben? Ich kann nichts mehr draufschreiben und das. Soll ich dir ein Tattoo? Ja, okay, das war auch schon. Ah, ich krieg hier. Aggression. Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt? Nix. Das haben wir schon. Vielleicht müssen wir hier drin mit Harvey reden. Hallo Harvey. Hallo Ed, was gibt? Nee, da sagt ich auch nichts. Ach nichts. Ach Mann. Weißt du was? Jetzt reicht fort. Speichern. Yep. Und wir sehen uns, also für die auf YouTube, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Edna bricht aus. Ich, keine Ahnung. Ich gucke jetzt, keine Ahnung. Wir sehen uns. Wahrscheinlich werde ich morgen immer weiter spielen. Für mich ist es ein bisschen zu spät, um jetzt hier herumzugrübeln. Cheerio und ciao mit V.